Hallo und willkommen zurück, liebe Minecraft-Freunde, hier in dieser Erdspalte, in der ich gerade vorhin runtergefallen bin und überlebt habe. Ja, nur wie kommen wir jetzt wieder hoch? Es ist Nacht, es ist dunkel, das Pferd ist lebensmüde und springt noch einen Stock weiter nach unten. Ach Mann, Pegasus, mach keinen Scheiß. Ich habe noch ein halbes Herz. Wie geht's dem Pegasus? Ja, dem geht's eigentlich gut. Der hat hier diesen Sprung überlegt, hey. Unglaublich. Oh, ich weiß nicht, wie viele Blöcke hoch das ist, aber wir haben es zusammen überlebt. Und jetzt, wie kommt man hier wieder hoch? Das letzte Mal habe ich einfach eine riesige Treppe gemacht und ich denke, das muss ich auch jetzt wieder machen. Gibt keinen anderen Ausweg. Aber ich habe keine Cobbles, das heißt, ich muss ein bisschen Cobbles hier abheben. Sonst komme ich da nie raus. Ach man, kann ja wieder nur mir passieren, oder? Wären wir doch lieber übers Wasser gegangen und säßen wir jetzt nicht hier, sondern hätten einfach ein bisschen länger. Nee, hätten wir nicht, weil bis wir jetzt hier draußen sind. Ah Mann. Aber ich habe mal wieder eine Erdspalte gefunden und eine Höhle. Das ist doch auch ganz toll. Falls uns langweilig ist und wir keine Höhle finden, hier gibt es eine Erde. Gut, von Höhlen gibt es sowieso genug. Ja. Man läuft dann immer so weit und sucht einen Höhleneingang, dabei steht man förmlich auf Höhlen drauf. Oh, scheiß Creeper. Wenn der schön ein bisschen am Terraformen bei uns, und da kommt so ein Creeper und zerstört wieder alles. Ja, der wollte nur helfen. Ja, es hat aber nicht geholfen. So ein scheiß Zombie, der mich schon wieder fast tötet. Also, die Monster sind auf normal eingeschaltet. Oh. Für mich kommt es vor wie ultra hardcore. Ja, also die Skelette, die habe ich auch das Gefühl, dass die extrem stark sind. So, schon wieder Hunger. So, immerhin läuft mir da unten das Pferd nicht davon. Ist ja schon mal ein Vorteil. So. Die Shaders hatte ich jetzt seit dieser Aufnahme gar noch nie an, merke ich gerade. Seit dieser Aufnahme-Session, aber ist ja egal, im Dunkeln sieht man sowieso nichts. So, jetzt habe ich schon einen Stack. Eineinhalb Stacks. Mal schauen, wie weit ich damit komme. Wahrscheinlich nicht so weit. Hier so weit noch hoch, wie sie wie möglich ist. Und dann geht's hoch. Oh! Na toll, ja, fall wieder runter. Der Vorteil, wir haben... Was ist mit dir los? Hat das Pferd Angst vor Fledermäusen? Nein, wieso? Ja, es hat gerade die ganze Zeit so Männchen gemacht, oder wie sagt man das? Als die Fledermaus in der Nähe war. Na, wer weiß. Vielleicht haben sie ja so Easter Eggs eingebaut, ne? Oh. Aber mir hat es so viele Monster. Sogar im Haus drin hat's. Was? Im Haus? Ja. Was machen Monster im Haus? An der Decke hat es eine Spinne gehabt. An der Decke? Okay. Ich habe gerade mit Skeletten zu kämpfen. Stirb! Die Musik passt auch wieder ganz geil. Oh, ein Enderman schleicht auch noch irgendwo rum. Ah ja. Na toll, es ist da unten auch ein Skelett. Was? Ein Skelett hat auf unsere Druckplatte geschossen. Der Pfeil steckt jetzt noch, jetzt bleibt die Tür die ganze Zeit offen. Ja, super. Wir haben jetzt 31 Level. Du? Ja. Ich bin bei 16. Ich glaube, machen wir mal Rüstung. Machst du das? Und ich versuche ja immer noch aus der Erdspalte zu kommen. Ich bin extrem produktiv. Eigentlich wollte ich doch nur Holz holen, ey.
Ach ja. Der Vorteil, wir haben schon zwei Erdspalten, in denen wir einfach ganz einfach runterkommen. Wieso? Weil sie Treppen haben. So, ich glaube, das Cleanstone könnte, glaube ich, sogar noch reichen bis ganz oben. So weit ist es jetzt nicht mehr. Und es wird Tag, Gott sei Dank. Dann ist der Horror auch nur noch halb so schlimm hier unten. So. Na toll, ich glaube, es reicht wahrscheinlich genau nicht ganz. Oh! Toll, und da ist die... Ja, und die Treppe! So. Um wieder hochzukommen. Ich muss sie zwei breit machen, weil ich sonst mit dem Pferd fast nicht hochkomme. Und jetzt ist da hier noch die Erdspalte fertig und ich bin noch nicht ganz oben. Das ist so riesig, die Treppe, dass die Erdspalte jetzt fertig ist. Na toll. Oh, und ich habe keine Schaufel dabei. Das ist auch wieder mal ganz geil. Heute läuft's richtig gut hier. Läuft. Läuft bei mir. Läuft bei Coolio. Na, dann wechseln wir halt die Seite. Wollen wir jetzt noch ein bisschen Kobolds holen. Ich scheiße jetzt mal auf Eisen. Ja. Eigentlich sollte ich ja das Eisen gleich noch mitnehmen, weil wir können ja Eisen gebrauchen. Aber ich gehe auch nie wieder nach unten. Ich muss das Pferd noch holen. So. Wir haben es gleich. Toll, ein Zombie-Begrüßungskomitee wartet, glaube ich, auch schon auf uns. Ah, jetzt verbrennt er. Gut. Nein! Ah, Mann. Es läuft definitiv bei dir. Es läuft bei mir. Toll! Genial! Pegasus, ich komme! Nein, so ein Scheiß aber auch richtig. Hoffentlich finde ich die Erdspalte wieder. Nein. Was? Oh Mann. Was? Unser Farm. Mhm. Genau den Rand. Also genau noch eins weiter rein. Aber da fängt unser Haus an. Welche Farm? Die Kirby's Farm. Aha. Oh. Ja. Blöd gelaufen. So, zuerst gehe ich jetzt wieder zu den Akazien und dann müssten wir dann den Weg da wieder hinfinden. Und das alles nur, weil wir holzen wollten. Mayo. Hallo Kaktus. Und mein armer Pegasus ist jetzt ganz alleine da. So, hier haben wir das Dorf wieder. Ja, ich habe mal einen anderen Skin. Seit 3 Jahren habe ich jetzt mal einen anderen Skin drauf. Obwohl, das ist eigentlich auch eher ein Versehen. Weil irgendwie geht das immer so lange, bis da Minecraft den Skin aktualisiert. Ich weiß nicht wieso. Jetzt habe ich einen Skin, der eigentlich gar nicht dort sein sollte. Den ich eigentlich schon wieder runtergenommen habe. Der Buzz Lightyear sollte eigentlich drauf sein von Toy Story. Irgendwie ist der jetzt wieder... Man, hasse diese Bilder, ey. Ich schwöre die ganze Zeit drum. Muss sie immer suchen, wenn man sie wieder wegnimmt. Aha. Yep. Darum machst du am besten gleich ein paar. Dann hast du wenigstens ein bisschen mehr Versuche, bis du sie dann wieder suchen musst. So, jetzt sind wir wieder hier. Sehr gut.
Ja, Katzensetzling. Juhu! Jetzt muss ich irgendwie da runter. Da runter! Und hier müsste dann irgendwo die Erdspalte kommen. Diesmal schauen, dass ich nicht schon wieder rein springe. Sonst sind wir hier entlang geritten. Für das, dass es im Dunkeln war, finde ich jetzt doch relativ einfach den Weg wieder zurück. Diese Blume haben wir, glaube ich, noch nicht. Blumen! Rote Tulpen, orangige Tulpen. Schön! Oh, da drüben hat es auch noch andere. Ah, ne. So, und jetzt, wo ist die Erdspalte? Die ist doch hier irgendwo. Autsch, autsch. Ah, da drüben ist's. Ja, genau. So. Und wo ist unsere Treppe? Ah, da. Okay. Holen wir unser Zeugs wieder. Pegasus ist noch da, sehr gut. Na toll, jetzt müssen wir ein Zeug suchen. Hoffentlich ist es am Boden, nicht irgendwo auf einem Zwischending. Ja, da ist mein Zeugs. Ah, und jetzt bin ich wieder auf Level 5. Also ich glaube, wenn man stirbt, ist man standardmäßig immer auf Level 5, ne, habe ich das Gefühl. Ach, hm. Kommt drauf an, wie viel Level du vorhin hattest. Hm. 16, oder habe ich gesagt? Ja. So, versuchen wir es nochmal ohne runterzufahren. Warte, ich baue schnell das Eisen ab. Ah, dann riesen durcheinander hier. Die Rüstung gleich anziehen. Das spart schon mal Zeit. Ah! Oh. Scheiß. Creeper. Scheiß Creeper! Schleicht er sich einfach von hinten an, ey! Am helllichten Tag! Geht's noch? Und reißt meine Treppe schon wieder in Stücke. Ich hasse diese Viecher. So, Spitzhacke, da ist sie. Lass Eisen und Kobbels abbauen. Gut. Da ist auch noch Eisen. Hei, hei. Gut, wie viel Kobbels habe ich? 20. Ja, vielleicht reicht's ja. Ah ja, auch das Schwein freut sich, dass es jetzt endlich hochkommt. Das ist bestimmt auch mal runtergefallen. So. Juhu, jetzt noch das Pferd holen und ich glaube, dann geht's wieder nach oben, endlich. Hi Schwein. Da ist noch Eisen. Das Eisen, da hole ich mir jetzt noch rasch schnell. Geschwind. Sonst scheiß mich der Studi wieder zusammen. Wieso, dass ich da bei so viel Eisen rumlungere, aber nichts abbaue. Ja,
Naja. Das ist echt. Ja, ja. Total. Vor allem, wenn man so viele Trichter braucht wie wir. So verschwenderisch viele Trichter. So, hoch aufs Pferd. Kann man eigentlich mit dem Pferd auch langsam gehen? Scheiße. Keine Ahnung. Wenn man Shift drückt, ist man ja gleich unten. So, ich glaube langsam geht's nicht. Au, 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 au. Ah, oben, gut. Wenn man mit dem Kopf irgendwo reinläuft und... Ah, das ist tödlich, das ist tödlich. So, wie ist der Kaxi? Da ist der Kaxi. Jetzt schon wieder Nacht? Ja, schon wieder 5:45. Ah, und schon wieder eine Folge um. Also ich reite jetzt noch schnell nach Hause, ne? Dann sind wir wenigstens da. Und dann kann ich die Folge mal wieder beim Studi beenden, ne? Hab ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Oh, ein schwarzes Schaf. Ha, du bist ein schwarzes Schaf. Oh. Nö. Im Dschungel haben wir noch keinen gefunden, ne? Und Fichtenwald glaube ich auch nicht. Fichtenwald. Aber doch, Fichtenwald haben wir gesehen da. Da was Schnee hat und so. Aber wir haben da nie abgeholzt. Ah, überall Wasser. Oh, ich brauche meinen Bogen. Wird gefährlich hier sonst. Reite geschwind, Pegasus, wir wollen nach Hause. Man muss doch irgendwie in diesen Fluss rumkommen. Wie riesig ist diese Wüste eigentlich? Das ist ja unfassbar. So, ich habe das Gefühl, wir sind bald zu Hause. Oh, Creeper. Dorf! Hier ist ein Dorf. Hey, hier ist ein Dorf. Wo denn? Na, ein anderes Dorf in der Wüste. Wow! Creeper. Waren wir hier mal? Ich glaube, hier waren wir noch nie. Das hat ja, jetzt hat das in den Truhen gehabt. Es hat eine Kirche. Ein paar Häuser. Das Haus ist leer. Dann die Weizenfelder sind noch voll. Mit Weizen. Kartoffeln und Karotten. Aber eine Schmiede hat es glaube ich keine. Da hat es noch ein verbuddeltes Haus. Ah, zu viele Creeper hier. Eigentlich wollte ich auch nach Hause. Oh, wir gehen nächste Folge nach Hause. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann bei Minecraft Vanilla. Tschüss. Ciao. Thank you.